Hallo, herzlich willkommen zu 7 Days to Die. Ja, Tag 21 und wir sind noch früh am Morgen, 10 Uhr. Man guckt, da hinten ist auch die andere Seite vom See. Das sieht auch relativ unverändert aus, so auf den ersten Blick. Und die Hütte kannten wir ja auch schon, wo wir hier mal unsere Besen in der Nähe hatten. Und die wollen wir uns aber heute mal vornehmen. Aber ich muss mal erst eben gucken hier, dass ich hier noch ein bisschen was loswerde. So, zack, zack, zack. Ja, munitionstechnisch, das wird noch eine Aufgabe. Na gut. Glaube ich eigentlich. Nee, dachte ich ja nicht an. Da, so, doch nicht. Gut. Da. Extrem weiß, ne? Schimmernd. Aber ich habe die Brightness ja auch ein bisschen hochgedreht auf 70. Standard ist ja irgendwie 50. Damit ich nachts nicht mal wechseln muss. Ne, so der Kompromiss, tagsüber geht es eigentlich so, glaube ich, dass man auch relativ natürlich aussieht. Und nachts ist dann nicht so dunkel. Hauptsächlich wegen YouTube, weil dunkle Aufnahmen auf YouTube, glaube ich, noch dunkler erscheinen. Ah, mein neuer Fünferhammer. Sehr schön. So, gucken wir erstmal außen rum. Nee, mehr ist hier nicht. Gut. Ja, lass uns das Moped mal hier stehen. Gehen wir jetzt erst in den Keller? Nee, wir gehen jetzt oben rein. So. Auch eine interessante Hütte, ne? Nehmen wir mal aus dem Weg. Moin. Ich finde die richtig geil gemacht, die Hütte. Klar, nochmal eine schöne Base, die man daraus zaubern kann. Ich glaube, ja, allein schon hier durch den Umlauf könnte man noch ein bisschen ausbauen. Kann man, glaube ich, auch eine schöne Base von machen. Also gut, okay. Sind wir wieder ein bisschen schlauer geworden. Was haben wir da? Bücherstapel. Na gut, Rohrbombe kennen wir schon. Können wir direkt auf dem Rückweg wieder beim Händler vorbei und die Sachen vertickern. Ach, die Zombies sehen gar nicht auf, oder was ist hier los? Raus. Dann nehmen wir mal aus dem Weg. Müssen wir uns ein bisschen ranhalten hier. Die Zeit läuft schneller, als man denkt. Dann müssen wir mal eben unseren Kram sortieren, aber okay, das wird locker passen. Na. So, wir müssen oben mal. Ja, guck. Ich hatte mich schon einsam gefühlt. Und Mutti ist auch da. Hallo. Aua.
Ja. Ja, ne? Ist irgendwie cool hier. Kann man alles schön ausbauen und dann richtig coole Base von machen. Verstecken. Ja, da nichts drin. Na, ist auf jeden Fall ausbaufähig. Ist da oben noch. Aua! Da oben ist auch was drin. So, erstmal hier. Zack. Na. Jo, was zum Lesen. Hirsche sind Überfluss vorhanden und da ist die Jagdbeute beliebt. Verursache 10% mehr Schaden. Da ist ein Eisenbahnschienen zerlegen. 7 Schuss gefunden. Ja, gewaltig. Unwischen Medizin. Gut, bisschen Honig. Das ist okay. Wie komme ich denn da jetzt ran? Sonst ist da nichts, ne? Da ist doch was versteckt. Sehen wir doch nichts. Aber eben. Wart mal eben. Kick. Siehst du wohl, das wollte ich doch haben. Immerhin, ne? Besser als nichts. Wenn wir mal ein bisschen aufrüsten hier. Keller sind immer so eine Sache. Da ist zu. Ja. Jetzt haben wir Säure gefunden, wo ich ein Rad gekauft habe. Hallo. Guck, und da geht's raus. Das war's dann schon. Na gut. Gut. Tja, kommen wir auch direkt raus. Na, also ich finde die nicht schlecht, wenn man das hier noch rundum baut. Und verstärkt natürlich alles. Und hier unten noch alles schön zumacht und Beton und so weiter. Also ist vielleicht gar nicht so verkehrt, die Hütte. Moment, da geht's glaube ich lang. Ja, guck, Mittagszeit, was passt doch. Doch, ich wollte sagen, wir haben den richtigen Weg. Quietsch. So.
Da bin ich wieder. Diese Tag 22, da hat Trader Jen auch Tag 22 Loot Respawn. Also neues Zeug zu verdicken. Das können wir nicht verkaufen. Das können wir verkaufen. So. Das auch, das auch. Ja, okay. Pleasure doing business. Ja, das ist ganz meine Meinung. So, wir fahren jetzt nach Hause. Und dann gleich, ja, alles klar. Kann natürlich auch Querfeld einfahren, aber wir benutzen mal ordnungsgemäß die Straßen. Das sind Reifen schon. Moin! Achso, von Huhn. Ja, dann sortieren wir uns noch eben aus und oder sortieren den ganzen Krempel hinweg und dann checken wir mal die Blutmondbude. Yo! Moment. Da gerade was im Augenwinkel gesehen. Genau. Coole. Die nehmen wir noch mit. Können vielleicht noch ein bisschen Schwarzpulver herstellen. Haben, glaube ich, Mollys ein paar. Ein paar Rohrbomben haben wir auch. Das gibt Stein. Ne, doch, doch. Oh, da ist auch was. Oh, immerhin. Ja, ich denke mal, macht munitionsmäßig wohl reichen. Weil dritter Blutmondnacht, da könnte dann auch schon der ein oder andere Spezialist kommen, irgendwie Polizisten oder sowas. Und die können natürlich mit ihrer Säure schnell diese provisorischen. Ja, ne, so stabil ist die Bude ja nicht. Doch ganz schön beschädigen. Aber das werden wir schon irgendwie kriegen. So. Pass mal auf, das können wir auch gleich mitnehmen. So. Moin! Achso, da können wir, glaube ich, nur das Geld reinpacken. Der ist auch fast fertig. Guck, jetzt haben wir zwei Räder und Dings haben wir auch noch gefunden. Ach schon. Säure. Das kann erstmal da rein. Den auch.
So, 766 Kuh, das ist auch schon mal was. Aber eben. So, wir haben, da war allerdings nur 340. Okay, dann machen wir aber trotzdem eben. Ach. Nee, wieso? Nee, wieso kann ich keine Schießpulver herstellen? Schießpulver? Ach, ich bin doof. Ein bisschen Nitrat überbehalten. Na? Mal rein. Ja gut, dann sind wir reifentechnisch erst noch. Wir brauchen noch. Damit können wir einen herstellen. Dann bräuchten wir noch einen Reifen für die. Für den Jeep. Das läuft. Das läuft. Da läuft nichts. Essen können wir auch schon wieder. So, dann haben wir jetzt in der Blutmondbude schon Sachen vorhanden. Ich weiß jetzt gar nicht. Wir gucken mal eben. Wir nehmen jetzt mal 6 Wasser mit zum Feuer löschen. Falls wir uns mal irgendwie selber in Brand stecken. Dann nehmen wir 2 davon mit. Da können wir eigentlich auch eben 2 mitnehmen. Das haben wir am Mann. Naja, pass auf, da nehmen wir welche von mit. Und das glaube ich genug. Davon nehmen wir mal einen mit, wenn wir wegrennen müssen. Denn die sind ganz gut. Tragkapazität, ja, das ist aber auf jeden Fall nicht überlastet, falls es sein sollten. Und die Laufgeschwindigkeit ist größer. Dauert 10 Minuten, das ist, falls wir mal abhauen müssen. So, das können wir auch noch mitnehmen. Sonst sehen wir eigentlich ganz gut aus. Jo, würde ich sagen. So, dann nehmen wir noch was zu futtern mit. Und zwar sowas hier. Falls sie richtig Hunger kriegen. Ach komm, einer reicht auch. Da. So, dann nehmen wir die Mollys mit. Und die Dinger nehmen wir mit. Und die Reservepfeile. Und alles an Munition, würde ich sagen. So, wie sieht es hier aus? Jagdgewehr brauchen wir nicht. Wir nehmen nochmal die Schrotflinte mit sicherheitshalber. So. Oh, Moment. Das können wir schön auf das Jagdgewehr packen. Wo haben wir es denn? Da. Haben wir da denn noch was Schönes für? Das hier, genau. Nehmen wir das da auch rein.
Das wird auch gehen, weil das ist ganz gut, um da die Zombies ein bisschen zu lähmen. Aber da können wir auch das, das machen wir so. Genau. Und das kriegen wir da leider nicht mehr rein, ne? Dann nehmen wir doch mal verbessert Handhabung. Das ist, glaube ich, nicht so wichtig. Rückschlagverringerung. Wir machen mal den da rein. Das macht mehr Sinn. So, und das können wir vielleicht da noch reinmachen. Ne, passt nicht. Das könnte hier aber rein. Ne, geht nicht. Na gut, nicht so wichtig. Packen wir das mal weg. Dann nehmen wir den aber mit. So. Ja, lass erstmal gut sein. Den. Ne, wir haben den Hammer da, ne? Ja, wir haben einen Hammer da gelassen zum Reparieren. Können wir gleich nochmal gucken. Wir fahren auf jeden Fall jetzt eben hin und checken die Lage. So, da läuft noch ein bisschen. Das müsste jetzt aber fertig sein. Auch noch nicht, aber gleich. Das warten wir noch einmal ab. Dann können wir nämlich noch ein bisschen Munition herstellen. Zack, zack. Sehr gut. So. Moment, hier war doch auch Schweißpulver drin. Da. So. Ja, komm, weg damit. Das ziehen wir noch weg. Das ziehen wir noch durch, wollte ich sagen. So. Gut, dann kommen wir hier sowieso noch mal her, um die Munition zu holen. Dann schleppen wir die jetzt nicht komplett mit. Zack, zack, zack. Die lassen wir dann erstmal auch hier. Genau. Oh ja, und Reparaturkits. Ganz wichtig. Machen wir zwei hier. Das könnte sonst ein Problem geben, wenn wir unsere Sachen hier reparieren können. Da noch was? Nee. Nee. Gut. Okay. So. Das läuft. Dann checken wir mal eben die Bude. Und dann eben. Achso, Moment. Obwohl ich habe, glaube ich, was schon da, ne? Wir nehmen aber trotzdem noch mal eben ein Cobblestone mit. Und Zement nehmen wir mit. Könnten wir auch noch welche von aufstellen. Ah, bringt auch nicht viel. Ja, komm, Schaden tut's auch nicht. So, nö, das müsste okay sein. Jo. Halalalalala. So. Na? Was ein Sauwetter, ey. Achso, Moped steht da, ja? Gut, 16 Uhr. Wir checken dann noch mal eben kurz die Lage. Und dann denke ich mal, ich weiß jetzt gar nicht, nächste Folge. Gucken, wie wir es hinkriegen. Das ist nicht so weit. Kam mir jetzt so weit vor. Ja, guck, Fackeln haben wir auch schon gesetzt. Alles gut. Klar, ne? Man kann das ja alles noch verstärken. Wir wollten doch die noch setzen. Ne? Das können wir doch ja machen. Und zwar machen wir das mal hier. Ach, geht gar nicht. Wir machen das mal hier außen. Dass die vielleicht nicht so ans... dass die da erstmal ein bisschen Spaß haben. So, die werden sowieso auf die Leitern gehen. Was ist denn das? Hallo? Kommst du denn her? Hä? Die vielleicht nicht so ins Wasser latscht, obwohl das, glaube ich, auch Quatsch.
Aber egal. Die sind ja so blöd und werden ja so oder so drin. Oh, da kommt eine Horde. Na dann. Nächste, da geht's nämlich schon los. Wo kommst du denn her? Im kleines Bad genommen. Hallo Jungs und Mädels. Kleine Besichtigungstour. Autsch! Hat die sich von hinten angeschlichen? Du spinnst wohl. Wieder nicht gehört. Ah, hast du so gedacht. Und ein Level up. Na, ganz alleine. Keine Krankenschwester als Nachtzügler? Doch, meist. Heute nicht. So, ja, okay. Ich wollte mit den Dingern sowieso jetzt nicht groß hier Krieg machen. Können hier die Tür noch blockieren. Da wollen sie auf jeden Fall drauf rumhauen. So, jetzt wollen wir hier drin im Kuchen. Blöd ist eigentlich, wenn ich rausfallen sollte, muss ich hier den ganzen Weg laufen, um hier wieder in meine Hütte zu kommen, um dann wieder nach oben zu kommen. Also normal wäre es besser, noch irgendwie einen Außenaufgang zu haben. Aber wir fallen ja nicht runter. So, was haben wir hier denn schon drin? Siehst du, Reparaturhammer, Rahmenwürfel können wir noch mal reinpacken. Bisschen Cobblestone, alles klar. Also Reparaturmaterial haben wir. Dann packen wir da noch eben das rein. So. Da können wir schon mal einfach benutzen. So. Ja. Das behalten wir mal am Mann. Die ist auf. Naja, da ist noch Munition. Dann haben wir die noch. Dann kann man da notfalls drauf zugreifen, wenn wir es brauchen. Obwohl wir Reparaturmaterial werden wir uns dann, glaube ich, auch hier direkt. Ja, ist eigentlich ja hier oben ist ja alles Holz. Ja, was am Kuchen. So, dann packen wir die Munition noch eben da rein. Und dann packen wir die anstelle von dem da. So. Gut. Waffen haben wir, Munition haben wir, andere Restmunition hier. 762 muss ich noch holen. Medikamente haben wir, was zu essen haben wir, was zu trinken haben wir, Reparaturmaterial haben wir. Ja, Medikamente. Jo, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Außer der Munition und das können wir schon wieder reparieren. Das können wir auch dann machen, wenn es soweit ist. Ja, ich denke mal, dann haben wir es. Sind wir soweit vorbereitet? Ah, das hatten wir schon auf Cobblestone verstärkt. Sehr schön. Dann habe ich noch überlegen, ob ich Eisen mitnehme, um das hier zu verstärken, aber das müsste eigentlich reichen. So. Also sie werden sehr schnell hier in dem Bereich sein und sie werden auch sehr schnell hier in der Hütte sein. Weiß noch nicht, kann man das noch verstärken? Irgendwie? Den Unterboden hier? Wo die Reservekiste draufsteht? Naja, wir wollen gut gehen. Nee. Fackeln haben wir auch überall, damit es ein bisschen, damit es nicht so dunkel ist. Ich denke mal. Na, natürlich kann ich jetzt hier noch alles verstärken, damit sie hier nicht so schnell reinkommen, aber. Wir werden sie erst hier begrüßen. Na, da werden sie hier so ein bisschen ihren Spaß haben. Dann werden sie so hier auf den Mauern rumhauen. Und auf den Türen. Und irgendwann werden sie dann drin sein.
Und wir haben ja die Pfeiler verstärkt. Denn das habe ich auch schon mal gehabt, dass die hier angefangen haben und hier unten rumgehämmert haben. Da müssen schon ein paar mehr fallen, damit da das Haus zusammenfällt. Aber wenn man das schon mal gehabt hat, ich bin immer noch überlegen, irgendwie noch hier einen Außenaufgang zu haben. Warte mal eben. Man könnte... Ich versuch's mal. Nee. Doch, das müsste gehen. Machen wir aber hier. So. Da springen sie normalerweise nicht hoch, aber ich kann da hoch. Ja, so machen wir es. Dann haben wir zur Not noch einen Aufgang hier außen, falls wir doch mal runterfallen. Sonst können wir die eine am Mann lassen. So. Und können die schnell setzen. Gut. Gut, hier wird nichts kommen. Hier brauchen nicht verstärkt werden. Das kann ruhig zusammenfallen. Das ist nicht so tragisch. Gut. Ich denke, ich habe irgendwas vergessen. Aber was... machen werde, ist das hier. Ach, Leiter geht nicht mit. Nee, Leiter muss ich mit Eisen machen. Dann bringe ich noch ein Eisen mit. Genau, da müssen wir noch ein bisschen Eisen holen, dass wir die Leiter noch eben verstärken können. Dass wir mit denen nicht zerdeppern. Das machen wir auch. Ich dachte, ich hätte Eisen dabei gehabt. Da komme ich an die Kiste ran. Jo. Nee, habe ich nicht. Gut, dann müssen wir noch ein bisschen Eisen holen. Das macht vielleicht Sinn. Ja, die Zeit vergeht schnell. 18, das geht ratzfatz. Aber ich denke mal, wir sind vorbereitet. Aber die Munition wird voll komplett draufgehen, fürchte ich mal. Vor allem, wenn wir Spezialisten bekommen. Das packen wir mal ein. Den könnte man auch noch mitnehmen, ne? Dass der in der Hütte noch ein bisschen Spaß macht, das machen wir auch. So. Wir nehmen noch ein bisschen Eisen mit. So. Sonst brauchen wir da nichts. Der ist fast fertig. Wollte gerade sagen, wo ist hier das für die Munition geblieben? Holla, die Waldfee. So. Gut, Eisen haben wir auch dabei. Ich denke mal, dann haben wir alles, ne? Okay, mehr können wir eh nicht machen. Da haben wir nur das Geld drin. Dann würde ich sagen, 18:40 Uhr.
Ich gucke noch eben, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Und ansonsten, ich denke mal, ja, ein bisschen Zeit ist ja noch. Könnten noch zu Trader Jen fahren sogar eben. Gucken, ob die noch irgendwie Munition hat. Das können wir auch eben machen. Natürlich in der nächsten Folge. Wir sind jetzt schon bei 35. Oder nee, das mache ich zwischen den. Ich mache das zwischen den Folgen. Ich fahre eben schnell zu Trader Jen und gucke, ob die noch ein bisschen Munition hat. Das ist ja nur ein Hin- und Hergejage. Und in der nächsten Folge, denke ich mal, habe dann den Blue Mond. Ne, dann habe ich auch so ein bisschen die Zeit überbrückt, weil sonst wird die Folge zu lang mit dem Blue Mond. Alles nicht euer Problem. Ich sage an dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.